Servus, herzlich willkommen zu diesem kleinen Video über den Trabantenkampf. Der Trabantenkampf ist eines der Minispiele, das ihr im Goldsourcer finden könnt und für den es insgesamt auch 3 Einträge auf eurer wöchentlichen Agenda gibt. Macht ihr diese 3 Einträge, bekommt ihr 27.000 MGP quasi gratis auf den Tisch und zusätzlich natürlich auch noch die MGP, die ihr durch das Minispiel selber bekommt. Sind 500 MGP pro Sieg. Für die Agenda müsst ihr 5 Siege machen, ergo bekommt ihr da nochmal 2500 MGP obendrauf. Macht summa summarum insgesamt fast 30.000 MGP, die ihr bekommt. Jetzt werdet ihr natürlich sagen, so gratis ist es gar nicht, muss ich ja das Minispiel machen. Da geht es irgendwie um Pets und um Kristalle und um Kämpfen. Und das stimmt. Aber ich möchte euch in dem Video einen kleinen Trick bzw. eine kleine Strategie verraten, die euch dieses Minispiel bzw. die euch diese Agenda nur 15 Minuten eurer Zeit kosten wird, plus eine einmalige Ausgabe am Marktbrett von, sagen wir, höchstens 1000 Gil für das Pet, das ihr für diese Strategie benötigt. Und damit ich nicht jetzt zu lange hier rumrede, würde ich sagen, gehen wir direkt in Medias Res und starten mal ein Duell. So, hier Inhaltssuche, Kampf der Trabanten, den ganz normalen, leichten Kampf gegen den Computer. Ihr könnt auch die Zenith-Variante nehmen, ich habe das mal irgendwann getestet. Diese Strategie funktioniert auch da und ihr, glaube ich, kriegt nochmal ein bisschen mehr MGP pro Spiel raus. So, die Puppe, die ihr braucht, ist die Edda-Puppe. Die gibt es, wie gesagt, am Marktbrett sehr günstig. Wenn ihr das Ganze noch ein bisschen schneller haben wollt oder das ganze Spiel noch ein bisschen beschleunigen wollt, könnt ihr auch noch den Kirschbomber holen. Für die Startaufstellung wählen wir das Tor A hier aus. Zweimal die Edda-Puppe und go. So, die schicken wir mal zu dem Arkanenstein hier. Und rufen zweimal den Kirschbomber bei Tor C und ansonsten bei Tor A nochmal zweimal Edda und dann viermal die Edda-Puppe bei Tor C. Wenn ihr den Kirschbomber nicht verwendet, ruft ihr einfach nochmal eine extra Edda-Puppe bei Tor C. So, unsere spawnenden Eddas schicken wir brav zu den arkanen Steinen, die wir zerstören müssen. Hier auch. So. Die Kirschbomber schickt ihr dann auch weiter zum Schild. Das sollen die nämlich zerstören. Ist das Schild erstmal zerstört, nehmen die Arkanensteine mehr Schaden. So, und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ausgerechnet die Edda-Puppe, das hat 2 Gründe. Wenn ihr euch hier mal die Stats für die Edda-Puppe anguckt, fällt euch auf, sie hat einen ziemlich großen Angriffswert von 90, macht also ordentlich Schaden. Und zusätzlich dazu hat sie hier noch Bonusschaden auf den arkanen Steine. Wie ihr sehen könnt, der arkane Stein bei Tor A ist fast down. Also hier der arkane Stein C bei Tor C vom Gegner. So, zerstört und wir gehen mit den Eddas in die Mitte. Ihr braucht euch gar nicht darum kümmern, was der Gegner macht. Der wird euren mittleren Stein, also euren arkanen Stein B, zerstören. Das braucht euch, wie gesagt, nicht kümmern. Ist ganz gut, soll er ruhig machen. Heißt nämlich, dass seine ganzen Pets und Monster, die er hier jetzt hat, gleich aus der Mitte verschwinden und seinen Arkanenstein B euren Eddas preisgeben. So, 2. Arkanenstein zerstört. Die Eddas kommen auch in die Mitte und ihr könntet schon sehen, der Arkanenstein B vom Gegner schmilzt dahin. Unsere Uhr sagt, wir sind jetzt 2 Minuten im Gefecht. Und der arkane Stein ist zerstört. Oder wie zerstört? Eine Stufe hat er noch. Und kabusch. Und das war's. Fertig. Tiefer nochmal. Wir haben 2 Minuten 8 gebraucht. Ein bisschen die Aufstellungszeit noch mit reinberechnet. Den Ladebildschirm. Sagen wir mal so, wir sind bei 3 Minuten insgesamt. Und 5 Kämpfe braucht ihr, wie gesagt. Kommen wir am Ende bei 15 Minuten Aufwand raus. Ich hoffe, das hilft euch.
Und wie gesagt, 30.000 MGP warten nur darauf, von euch jede Woche abgeholt zu werden. Macht's gut und auf Wiedersehen.